Liebe Grüße aus Berlin. Hallo, ich bin Felix Heller. Ich darf ab Oktober am BKA-Theater in der Weltpremiere der schwulen Operette den Jan spielen. Ich sag's gleich nochmal, weil das Stück nämlich eigentlich anders heißt. Bist oder fahr ruhig nach London, Paris oder Wien, aber bitte nicht. Hallo, mein Name ist Peter Alexander. Nein. Oh mein Gott, ich bin wieder auf der Stand. Ja. Du möchtest Ingeborg, ja. Hallo, ich bin Felix Heller und ich darf ab Oktober am BKA-Theater am Mehringdamm in der Weltpremiere der Operette für zwei schwule Tenöre den Jan spielen. Und ich stehe heute hier mitten in Berlin an der Spree am Schiffbauerdamm mit dem Operettengehirn der Stadt, Kevin Clark. Ich bin ein kleines bisschen aufgeregt und deswegen muss ich diese Chance jetzt ausnutzen. Nämlich Kevin, du hast unsere Operette seit Anbeginn mitverfolgt, die Entwicklung dieses Stückes. Und ich möchte gerne wissen, ist denn die Operette für zwei schwule Tenöre so eine richtig echte Berliner Operette? Also absolut. Die erste Berliner Operette ist 1899 Frau Luna. Da geht es um sexuelle Freiheit, die ein Berliner Team auf dem Mond findet und dann quasi diesen Freiheitsvirus zurück nach Berlin reimportiert, exportiert. In den 20er Jahren ist es hier in Berlin die Erik Charell Revue-Operette, die quasi Homoerotik und sexuelle Freiheiten zelebriert. Und ihr bringt jetzt Homoerotik und sexuelle Freiheit und Berlin und Revue zurück in ein Stück, nämlich in eure Operette für zwei schwule Tenöre. Und das ist sozusagen der Schlusspunkt der bisherigen Evolution. Also das Cruisen im Tiergarten von Theophil und der Pusebach, genau, machen wir jetzt nur, dass es nicht ein Hetero, sondern ein Homopärchen ist. Genau, und ihr besingt die Freuden des Analsexes und das hat letztlich Erik Charell in den 20er Jahren mit seinen Tiroler Jungs in Lederhosen auch schon gemacht. Also war die Operette damals schon schwul und wir treiben es jetzt auf die Spitze quasi. Sie war damals schwul, aber es hat keiner offen ausgesprochen, deshalb war sie tuntig und ihr seid wahrscheinlich auch irgendwie tuntig, aber ihr sprecht es offen aus und das ist quasi auch ein großer Fortschritt. Dass es eine Operette mit rein queerem Hauptplot gibt, das gab es in den 20ern noch nicht. Also wir waren fortschrittlich, aber... Das gab es überhaupt noch nie. Also es gab zwar schon schwule Figuren, die man so lesen konnte und dann 2006 auch eine erste Operette mit deutlich zwei schwulen Figuren innerhalb eines größeren Ensembles, aber ihr seid schwule Figuren im Zentrum, schwule Haupthandlung und Musik, die diese Schwulen auf ihr schwules Leben singen und das gab es noch nie. Wow. Noch nie. Noch nie. Warum dauert das denn in einer scheinbar so liberalen, offenen, bunten Gesellschaft, warum dauert das so lange, dass so ein Stück mal auf die Bühne kommt? Barry Kosky hat an der Komischen Oper gezeigt, dass man mit einer sehr sexualisierten Form von Operettenaufführung sehr erfolgreich sein kann, dass die New York Times darüber positiv berichtet, The Guardian, ich weiß nicht was, Financial Times, auch die deutschen Zeitungen. Und trotzdem wird es immer noch als so eine Ausnahme betrachtet. Ja, der Barry an der Komischen Oper in Berlin, der kann das, aber anderswo geht das nicht. Also Volksoper Wien, Mörbisch-Festspiele, Baden bei Wien, die kriegen ja Herzrhythmusstörungen bei dem Gedanken, dass sowas passiert und sagen, das ist gegen die Tradition. Das ist natürlich eigentlich nicht. Und trotzdem stelle ich fest, Neoprüderie, ich weiß nicht, was es ist, einfach mangelnde Vorstellungskraft, auch mangelnder Wille, sich mit historischen Quellen auseinanderzusetzen, führt dazu, dass Sexualität als Operette nach wie vor ausgeklammert bleibt. Kann denn dieses Stück oder unser Stück trotzdem Mainstream werden? Ja, die Musik, würde ich mal sagen, ist auf alle Fälle Mainstream-tauglich von dem, was ich bis jetzt gehört habe. Sie ist ja total anschlussfähig und die Geschichte, die erzählt wird, ist ja eine universelle Liebesgeschichte. Also was für Probleme haben diese beiden miteinander? Das könnte genauso ein lesbisches Paar sein, ein Transpaar, ein heterosexuelles Paar, bisexuelles Paar, ein Throuple. Also alle könnten das haben. Und ich glaube, dass wir darüber überhaupt diskutieren, dass das Probleme von allen sind, das ist neu. Also in der Operette ist es definitiv neu, aber das ist auch quasi ein Trend, finde ich, der Zeit jetzt, dass man da nicht mehr sagt, ach, das sind nur die Schwulen, die sich mit sowas auseinandersetzen müssen, sondern nein, es geht um alle. Das gab es noch nie. Wow. Noch nie. Noch nie.